Küche und Haushalt ist jetzt unser Thema. Liebe Zuschauer, Küche und Haushalt ist ein Thema, was uns alle betrifft. Und dann sind wir natürlich immer froh und glücklich, wenn wir unsere kleinen Helferleinchen haben. Ganz egal, was das ist, ob es um die Reinigung geht, ums Zubereiten geht, ums Entsorgen geht oder was auch immer. Also, wir haben einen großen Themenbereich heute und wir sind ganz sicher, dass der ein oder andere kleine Helfer für Sie zu Hause auch dabei sein wird. Und Vivian, die hat uns tolle Sachen mitgebracht, Vivian. Ich bin die Putzfee heute, ja, Putzfee. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich ja auch ein Chaot und ich bin auch ein bisschen faul. Hä? Also ich mache nicht so gerne viel im Haushalt, allerdings stört es mich dann doch, wenn es nicht gemacht ist. Das heißt, wenn der Boden dreckig ist, Müll entsorgen, oh, furchtbar. Fenster reinigen, das sind alles so Dinge, die müssen leider Gottes gemacht werden. Leider. Aber wenn man doch da ein bisschen Zeit und Kraft sparen kann, dann ist das Leben doch gleich viel lebenswerter. Und dafür haben wir jetzt genau die richtigen Produkte für Sie zu Hause, dass Sie das gleiche Problem nicht mehr haben müssen. Sie können Ihre Kraft, Ihre Zeit sparen und vor allem werden Sie hier ganz tolle Helferlein finden, die auch noch richtig Spaß machen. Genau, und ich gehe mal rüber zum ersten Helferlein. Das hat mich absolut fasziniert, liebe Zuschauer. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, habe sowas noch nie gesehen. Schauen Sie mal, der sieht also aus wie ein ganz normaler Abfallbehälter, also ein ganz normaler Mülleimer, wie man so bei uns sagt. Ne? Aber wenn Sie mit dem Fuß hier vorgehen und an die Lichtschranke kommen, die sich zwischen diesen beiden Ecken hier befindet, dann öffnet der sich wie von Geisterhand, oder? Ein absoluter Bestseller übrigens bei uns. Und die anderen Größen sind auch schon vergriffen. Das ist also die einzige Größe, die wir im Moment noch haben. Hör mal. Ganz genau, also den lieben wirklich alle. Warum? Wir haben hier einen Fußsensor. Das heißt für Sie, liebe Zuschauer, Sie brauchen nie wieder den Deckel theoretisch anzufassen Ihres Mülleimers. Dazu sieht er natürlich in Edelstahl auch wunderbar aus und alles bleibt schön hygienisch rein. Holger, du kennst das. Normalerweise, wenn man einen normalen Mülleimer hat, kommt man immer und immer wieder hier an den Deckel vorne dran. Ne? Das heißt, wenn du den jetzt in der Küche stehen hast und da deine Lebensmittelreste entsorgst, kommst du jedes Mal wieder mit den Bakterien, mit den Viren hier vorne an den Deckel ran und du wäschst dir wahrscheinlich nicht nach jedem Mal, wo du irgendwas gerade wegwerfen willst, die Hände. Doch. Hier geht das Ganze einfacher. Aber wenn ich meinen Mülleimer anfasse, dann wasche ich mir die Hände. Doch, doch, doch. Echt? Ich wasche meine Hand nicht nur in Unschuld, sondern auch im Wasser dann. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke da auch, liebe Zuschauer, zum Beispiel an den Bereich Gastronomie. Da ist es ja auch ganz, ganz, ganz wichtig. Denn in der Gastronomie ist Sauberkeit, natürlich Hygiene ganz, ganz, ganz wichtig. Denn es wird Essen zubereitet, Essen für Gäste zubereitet. Was man zu Hause macht, kann man letztendlich ja irgendwo auch selber entscheiden. Manchmal. Genau, man vergisst es schon mal. Aber in der Gastronomie darf das einfach nicht vergessen werden. Ich sage nur Beispiel Kolibakterien und was es da alles gibt, die uns halt eben dann das Essen sehr unappetitlich machen. Da ist das natürlich eine ganz tolle Lösung. Richtig, das ist keine Handtasche. Nein, das ist der Inneneimer. Den habe ich jetzt gerade einmal rausgeholt. Sie sehen, dass hier hinten ein Loch ist. Das heißt, da ganz einfach einmal die Tüte einlegen und hier vorne festziehen. Dann mit diesem praktischen Tragegriff. Das heißt, den können Sie auch ganz einfach dann einmal leeren und auskippen. Du hast bereits angesprochen, Holger, wir sind hier wirklich auf den letzten Stückzahlen. Das ist ein absoluter Bestseller und wir haben ihn nur noch in der 20-Liter-Variante. Aber da können Sie natürlich dann auf jeden Fall profitieren, denn ich finde 20 Liter ist optimal für Lebensmittelreste. Super fürs Büro, für die Küche geeignet. Nee, ich höre gerade, wir haben auch Pressestimmen. Die möchte ich unseren Zuschauern natürlich nicht vorenthalten. Und zwar haben wir 9 von 10 möglichen Punkten bekommen von der enjoy.de, also ein Online-Magazin. Ein wirklich gut durchdachtes und hochwertiges Produkt, das vor allem Single-Haushalte begeistern wird. Eine klare Kaufempfehlung. Ja, vielen Dank. 9 von 10. Super. Und der hält einiges aus. Ich kann mich auch ganz einfach draufsetzen und Füße und Hände hoch. Ich habe hier nichts auf dem Boden. Da quietscht nichts, da fällt nichts ein. Nein, gar nichts. Der ist wirklich stabil. Der hält einiges aus. Und genau das ist doch das, was Sie in der Küche brauchen, um Ihren Abfall wegzuwerfen. Und das Tolle ist, wir haben hier kein Fußpedal, worauf man treten muss, was irgendwann mal einrastet, wenn da der Herr mal so mit Schmackes drauftritt. Ne? Kennst du die Mülleimer auch, die schon was älter sind mit Fußpedal? Das funktioniert dann meistens nicht. Und da muss man doch wieder mit der Hand ran. Ich kenne das zum Beispiel bei uns im Fitnessstudio. Ich nehme dann immer den anderen mit dem Fußpedal, wo er noch funktioniert. 2 Stück stehen da, denn es ist einfach unhygienisch. Hier Richtig. Haben wir wirklich ein tolles, tolles Design im Edelstahl-Look mit diesem Sensor für die Füße. Und nach 2 Sekunden schließt er wieder automatisch. Das ist das Schöne. Also Sie müssen auch gar nicht mehr dran denken. Sie werfen einfach Ihre Müllreste dort hinein und brauchen überhaupt nicht mehr dran denken, den Deckel zu schließen. Es geht vollkommen automatisch. 20 Liter gehen rein. Das Ganze ist batteriebetrieben. Reicht eine Ewigkeit, die Batterie. Gut, so oft öffnet man den Mülleimer auch nicht am Tag.
Tolle Sache. Aber egal, also ich muss jetzt nicht nach einer Steckdose suchen. Ne? Batteriebetrieben, du hast es bereits gesagt, unabhängig von der Steckdose ganz einfach aufstellen und dann einfach alles wegwerfen. Die Finger, die bleiben immer toll hygienisch rein. Und vor allem das Ganze schließt natürlich auch gut. Jetzt haben wir gerade Sommer, da sind viele Fliegen, Luft, da fängt das Ganze schnell zu riechen. Ne? Ah, diese kleinen Essigfliegen, die sind so furchtbar, liebe Zuschauer. Kennen Sie diese Essigfliegen? Hier kommen ja wirklich nix. In alle Ritzen und Rillen irgendwie rein. Ich weiß nicht, wie die Biester das machen. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass die besonders klein sind. Aber so wie da irgendetwas drin ist, was nach Frucht riecht, nach Obst riecht oder auch Essiggerüche, dann sind die auch schon direkt da und die scheuen sich halt eben nicht davor, auch ihre ekligen Eier dort hineinzulegen. Und das ist natürlich wahnsinnig unhygienisch. Deswegen unsere Kaufempfehlung hier, unser Automatikabfalleimer mit der NX 54 65 569. Es ist das letzte Modell, was wir von den vielfältigen Größen, die wir hatten, noch da haben. Ist der absolute Bestseller, 39,50 Euro, natürlich auch ein Wahnsinnspreis. Das muss man mal sagen. Schau mal, 69,90 war unser Katalogpreis. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Unterschied. 100 Euro, knapp 100 Euro die Kaufempfehlung des Herstellers. Also auch da sparen Sie richtig dick Geld, liebe Zuschauer. Und er ist auch ein Hingucker, muss man wirklich dazu sagen. Vor allen Dingen ist er neutral. Ganz egal, ob Sie eine Holzküche haben oder halt eben mit Kunststofffurnier oder halt bestenfalls natürlich auch im Edelstahl-Look. Er passt sich überall optimal an, weil er farbneutral ist. Richtig. Und Edelstahl, das heißt gute Qualität, die hier für Sie das Ganze wirklich super. Hier einmal verschlossen. In Eimer mit Tragegriff super einfach rauszuholen. Den können Sie dann entleeren. Und ansonsten steht der ganz einfach in der Küche und wartet dort auf Sie bzw. auf Ihren Abfall. Hier sehen Sie es noch einmal mit dem Fußsensor. Finde ich grandios. Ja. Ich glaube, die Haustiere werden hier Spaß daran haben. Wenn die Katze oder der Hund mal mitkriegt, wie einfach der Mülleimer sich öffnen lässt, dann kommt das Pfötchen einmal davor, zack, ist er wieder auf. Nach 2 Sekunden schließt er sich natürlich dann auch wieder von Geisterhand. Ganz toll ist halt eben auch, dass der Inneneimer herausnehmbar ist mit dem Henkel, mit dem Griff. Also auch das super hygienisch und ganz einfach kommt dann die Mülltüte dort hinein. Zu einem tollen Preis, 39,50 Euro mit der NX 54 65 569 kommt der Automatikabfalleimer im edlen und noblen Edelstahldesign zu Ihnen nach Hause. 20 Liter Inhalt haben wir hier. Das ist eine lustige Sache. Ja, wir haben uns auch vor ein, zwei Monaten ein Scherzchen mitgemacht und haben dann aufgedrückt und dann immer versucht, Papierkügelchen reinzuwerfen, bis der Deckel schließt. Und wer dann die meisten reingetrofen hatte, der hat gewonnen. Also man kann da auch noch tolle Spiele mitmachen. Nein, ich habe nicht gewonnen. Ich glaube, Tim hat gewonnen oder irgendjemand. Mal verliert man, mal gewinnt man oder umgekehrt, wie auch immer. Wir machen aber gleich weiter. Jetzt geht es um die Hygiene am Boden. Teppich- und Bodenreinigung, das ist natürlich ein Thema, was uns alle angeht. Denn wir müssen natürlich alle entweder mal den Teppich staubsaugen oder den Fliesenboden, Laminat, Parkett, alles das muss gereinigt werden. Und da braucht man natürlich richtig Saugkraft. Wir haben jetzt hier ein Gerät für Sie im Angebot, liebe Zuschauer, wo Sie absolut ohne Staubsaugerbeutel arbeiten durch Zentrifugalkraft, schwieriges Wort. Zentrifugalkraft ganz alleine wird der Staub hier angesaugt und in diesem Auffangbehälter wird er sich dann ansammeln. Richtig, genau so sieht das Ganze aus. Wir haben hier einen Zyklon-Staubsauger, das heißt ein 4-stufiges Zyklon-Filtersystem, was ganz ohne Beutel auskommt. Das heißt hier, genau hier wird dann einmal Ihr Staub, Ihre Haare, Ihr ganzer Schmutz, der auf dem Boden ist, eingesaugt. Und dann leeren Sie diesen Beutel ganz einfach einmal per Hand, per Hand umdrehen, wollte ich sagen. Am besten über diesen Mülleimer hier, über unseren Automatikmülleimer. Jetzt, ne? Das muss ich jetzt mal demonstrieren. Moment. Zu, Rohr so. Ab. Soll ich dir helfen? Ja, mit Rohren kenne ich mich aus, pass auf. So, bitteschön. So, und jetzt gehe ich ganz einfach einmal an den Abfalleimer. Und dann entleere ich das Ganze. So schnell geht das. Dann mache ich die Klappe einfach wieder zu. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Staubsaugvorgang. Und Sie kennen das wahrscheinlich. Normalerweise, wenn ich staubsauge, dann ist das Ganze richtig mühsam. Genau. Richtig, das machen wir jetzt live. Mühsam. Guck mal hier. Pass auf, ich mache jetzt mal ein bisschen Glitter, ein bisschen Schmutz, ein bisschen Dreck. So ist die besagte Karnevalsparty. Einmal auf unserem Teppich und natürlich einmal auch auf Laminat. Wollen wir ja auch zeigen. Bitteschön. So. 600 Watt Saugleistung haben wir hier übrigens. Den Kampf an. Also der saugt wirklich optimal alles weg und das in Hand umdrehen. Egal, ob es jetzt der Teppich ist oder ob es der normale Boden ist, Parkett, Fliesen, komplett egal was. Hier ist alles ruckizucki weg. Darf ich nochmal Konfetti haben? Das haben wir jetzt gerade nicht gesehen. Sekunde. Schauen wir mal einmal auf den Boden, bitte. Und dann einmal hier das Konfetti drüber. So, und dann saugt er wirklich blitz schnell alles an Konfetti ein, was hier so rumliegt.
zieht seine Bahnen und das Ganze ist kinderleicht. Ich kann das auf einem Bein machen, nur mit einer Hand, weil der so leicht ist und weil der so schön in der Hand liegt. Da brauchen Sie keine Kraft, keine Mühen. Das Ganze geht wirklich spielend leicht. So. So, jetzt haben wir auch schon alles aufgesaugt und hier in dem Staubbehälter ist dann einmal das ganze Konfetti bzw. die Haare, Staub, Schmutz, all das, was eigentlich so rumliegt. Jetzt mache ich einmal nochmal hier den Aufsatz ab, gebe ihn dir zurück und entleere das Ganze. Wie es funktioniert, mit der Klappe auf. Und dann die zweite Klappe auf und schon ist alles drin. Super sensationell, liebe Zuschauer. 600 Watt Saugleistung, 0,8 Liter, also fast einen ganzen Liter haben wir hier an Volumen. Das heißt, wir können also staubsaugen, bis der Arzt kommt, hätte ich fast gesagt. Dazu kommt dann auch noch dieses Saugrohr hier, was ich ja immer besonders gerne mag, weil man damit einfach in die Polsterritzen reinkommt. Egal ob Sofa, Sessel ist oder auch mal am Auto oder einfach Fugenreinigung oder auch mal die Abschlussleisten an Ihrem Teppich, dass man da oben drauf nochmal den Staub wegsaugt. Einfach nochmal vorne draufstecken. Und so kann man ihn ganz bequem als Handsauger überall und handlich verwenden. Sie müssen sich, liebe Zuschauer, da auch nicht mehr groß bekümmern. Ja, Auto zum Beispiel sehen wir, ist auch so eine Möglichkeit. Ja, vorausgesetzt natürlich immer, Sie haben eine Steckdose am Auto oder wohnen in Parterre und haben ein eigenes Haus. Was machen Sie aber, wenn Sie im vierten Stock oben wohnen? Dann warten Sie ab. In wenigen Minuten werden wir Ihnen auch dafür eine Lösung präsentieren. Jetzt nimm doch nicht zu viel. Ha, habe ich wieder alles versprochen. Vorweg, Mensch. 2-in-1 Zyklonstaubsauger. Wieso? Weil Sie den natürlich einmal mit dem Bodenaufsatz benutzen können, mit den 2 Verlängerungsrohren, die können Sie dann auch nochmal zusammenstecken oder aber auch nur 1 benutzen, wenn Sie zum Beispiel vom Sitzen aus Staub saugen wollen. Manche machen das vielleicht auch. Oder ansonsten beide, dann einmal mit diesem Bodenaufsatz, den wir haben für Teppich und für glatte Böden. Ja. Fliesen, ganz egal was. Ganz einfach einmal schalten oder aber Sie sagen, da ist jetzt noch ein bisschen Krümel, da liegt noch ein bisschen was rum. Ich möchte auch ganz gern einmal in die Ritzen von meiner Polstergarnitur reinsaugen und da alles rausholen. Dann können Sie, wie gesagt, hier einmal diesen dünnen Aufsatz wählen, diese dünne Düse und da wirklich alles aus den Ecken rausholen. Und was ich besonders finde, das ist das Herz Ihres Staubsaugers. Mehr ist da wirklich nicht. Das heißt, ich kann den super leicht verstauen. Mhm. Und beim Saugen spare ich natürlich auch eine ganze Menge Kraft und Nerven, weil ich nicht überall gegenschlage, gegen jedes Bein oder Stuhlbein oder gegen den Tisch oder sonst irgendwo, gegen alle Kanten. Du ziehst halt eben nicht so ein Fiffi hinter dir her, wie man das normalerweise kennt, der überall ankitscht und antitscht. Und Transport ist die eine Sache, aber auch wenn man halt eben einfach sagt, okay, ich habe jetzt irgendetwas in einer gewissen Höhe, wo das Saugrohr einfach zu lang ist. Wir haben hier ein zweigeteiltes Saugrohr, das sind 2x 42 cm. Das heißt, wenn wir sie aufeinander stecken, haben wir 84 cm und unten mit dem Bürstenaufsatz kommen wir auf knapp 1 Meter Gesamtlänge. Ich bin 1,90 Meter, ich bin prima damit zurechtgekommen. Halt super leicht, ne? Ja. Es ist super leicht, total einfach. Das kennt man normalerweise nicht von den normalen Staubsaugern. Sie haben 4,9 Meter Zuleitungskabel, also auch hier eine Menge, um wirklich zu saugen und da in jede Ecke zu kommen, in jeden Raum. Hier sehen Sie das noch einmal, 4-stufiges Zyklon-Filtersystem, das ganz ohne Beutel auskommt. Deswegen, liebe Zuschauer, warten Sie nicht zu lange. Rufen Sie an, unsere Nummer kennen Sie, die 080 51 51 3x die 2. Ihre Bestellnummer ist die NX 55 90 569. Zu diesem Wahnsinnspreis kommt Ihr Zyklon-Sauger zu Ihnen nach Hause. Aber ich habe es gerade so durch die Blume, so ein bisschen durch die Blume schon verraten. Wir haben ja noch eine zweite Lösung für Sie, nämlich für alle diejenigen, die sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwo einen Teppich, ich habe einen Boden oder mein Auto zu reinigen, aber keine Steckdose in der Nähe. Was machen wir denn dann, Vivian? Was machen wir denn dann? Dann brauchen wir natürlich etwas, was auch ohne Kabel saugen kann. Und wie geht das Ganze? Selbstverständlich mit der Funktion eines Akkus oder beziehungsweise mit einem integrierten Akku. Das heißt, Sie brauchen hier wirklich nicht mit dem Kabel zu saugen. Kein Kabelsalat mehr zu Hause. Nein, aber trotzdem natürlich super gründliche Reinigung Ihres Bodens. Und hier auch wieder mit diesem Zyklonfiltersystem. Das heißt also hier auch Akku einmal eingebaut, der 0,8 Liter Staubbehälter, der dann wirklich alles auffängt, 4-stufiges Zyklon-Filtersystem und damit reinigen Sie dann Ihre Böden zum Beispiel genauso schnell blitzeblank. Und hier bei diesem Akkubetriebenen haben wir noch ein paar mehr Extras, das sieht man direkt auf den ersten Blick. Einmal hier so ein tolles Teleskoprohr aus Aluminium. Ist das. Das kann man dann Größen verstellen, je nachdem, wie man es denn gerne hätte. Kann ich dann ganz einfach einmal auswählen, wie hoch. Da
ganz genau rastet das ein. Super. Richtig. So, und dann, wenn ich den Staubsauger einmal hochnehme, sehen Sie, dass hier auch ein anderer Bürstenaufsatz ist. Einmal. Wir haben hier also keine ganz normalen Bodenaufsatz, eine Bodendüse. Nein, das Ganze ist hier wirklich wunderbar verbaut mit einer rotierenden Bürste. Wahnsinn. Das heißt, für Sie zu Hause, Sie bekommen wirklich aus dem Teppich jedes Tierhaar, jedes Staubkorn einmal rausgebürstet. Man kann sich das vorstellen wie mit einem Kamm, wo man einmal durch den Teppich geht. Also einen doppelten Effekt eigentlich. Ja, wir haben diesen Bürsteffekt und den Saugeffekt gleichermaßen. Genau. Das ist natürlich super. Das ist das All-in-One-Paket. Doppelte Saugkraft, genau. Und deshalb legen wir auch direkt mal los mit dem Saugen. Ja, mach mal. So, willst du noch ein bisschen Dreck haben? Ja, komm, bitte. Dreck. Bitte. Die Männer machen Dreck, die Frauen räumen auf. Das wollte ich gerade sagen. Ich mache den Dreck, du machst ihn weg. Wunderbar. So, willst du mehr haben? Nein, nein, passt schon. Gut. So, dann schalte ich den ganz einfach einmal an. Und dann saug ich genauso schwielend leicht hier wirklich alles vom Boden weg. Das Ganze auch wieder mit einer Hand, mit einem Fuß machbar, weil das natürlich kannst du freihändig? Bitte? Kannst du doch freihändig? Freihändig geht, glaube ich, nicht. Sie müssen das jetzt sehen. Meine Kollegin Vivien Konka saugt in Pumps mit hohen Hacken auf einem Bein jetzt unser ganzes Lametta-Zeugs hier 1,8 weg. 1,8 Kilogramm schwer. Das ist wirklich super leicht und super einfach. Ich muss jetzt nur gerade ein bisschen meine Balance finden, aber das ist natürlich ein ganz anderes ein Sauggefühl, was man hier hat. Das ist wirklich spielend leicht im Handumdrehen. Sie sehen, wie die Bürste rotiert und rotiert. Also auch wenn ich stehe, rotiert sie immer und immer weiter, weil sie auch durch den Akku betrieben wird. Da sehen wir es einmal toll. Also hier ist auch ein Hingucker, wirklich, muss man sagen. Sieht klasse aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sowas noch gar nicht gesehen. Was denn? Ja, diese Optik, diese offene Optik, die wir jetzt haben, dass wir die Bürsten von oben durch so eine Plexiglasscheibe dann auch sehen können. Normalerweise ist es ja in so einem geschlossenen Gehäuse. Hier haben wir auch noch diesen optischen Effekt. Super. Hier wird Staubsaugen wirklich schön gemacht. Das ist toll. Staubsaugen wird hier zum Erlebnis, liebe Zuschauer. Wir haben hier ein Vierfach-Filtersystem. Wir haben keine Saugerbeutel mehr. Wir haben das stufenlos verstellbare Saugrohr, was ich sehr toll finde, aus Aluminium. Das heißt nicht wie beim ersten Modell. Da haben wir nur die Möglichkeit zwei Längen. Hier haben wir verschiedene Längenmöglichkeiten. Und wir haben jede Menge Zubehör dabei. Zum Beispiel diese tolle Lüftungsschlitzdüse. Diese Bürste hier finde ich ganz toll. Zum Beispiel bei der Reinigung ihres Autos. Da haben wir Männer immer das Problem, dass wir einfach in die Luftschlitze nicht rein. Ja, wo die Lüftung von der Heizung ist. Und mit dieser Bürste, die Sie dann aber auch wegknicken können, und dann haben Sie oben diesen Ausgang oder Eingang hier, wo der Staub sich dann reinsaugt, können also aus zwei auch eins und aus eins wieder zwei machen. Dann kommt diese Bürste noch mit dazu. Das ist so eine klassische Polsterbürste, wo man auch mal gerne das Sofa oder auch den Lieblingssessel oder eben die Autositze mit abbürstet. Und auch der hat oben so einen Gelenkkopf. Das heißt, den können wir auch drehen in verschiedene Positionen. Schauen Sie mal, jetzt haben wir so einen 90-Grad-Winkel hier. Ist er abgeknickt und dann können wir wieder relativ gerade machen, um die Ecke rum. Wie auch immer. Das ist wirklich eine tolle Sache. Toll durchdacht. Ein tolles Prinzip, finde ich. Richtig. Und Holger, du hast es bereits angesprochen. Autosaugen, das machen die Herren ja ganz gerne. Und da hat man nicht nur das Problem, dass man da wirklich versucht, in jeden Schacht reinzukommen, in jede Ecke. Nein, Kabel. Ne? Der Kabelsalat. Verlängern und verlängern des Kabels von Steckdose bis zum Staubsauger. Ja. Das Ganze ist natürlich auch richtig mühsam. Und da muss man erstmal suchen. Vielleicht auch noch den Fernseher aus- und umstecken. Das Ganze geht hier, wie gesagt, dank des Akkus komplett ohne Kabel. Also hier haben Sie wirklich das ganz handlich direkt zur Hand, wartet auf Sie, wenn Sie möchten, natürlich in der Abstellkammer. Ansonsten können Sie das Gerät auch mit diesem Bodenaufsatz ganz einfach in die Ecke stellen. Das ist gut verstaut, das hat mit dem normalen Staubsauger, den man so kennt, gar nichts mehr zu tun. Ja. Ein Kabel ist trotzdem dabei. Das einzige Kabel, was Sie benötigen, ist nämlich das Ladekabel natürlich, damit Sie dann den Akku auch wieder aufladen können. Das ist natürlich mit im Lieferumfang enthalten. Eine tolle Sache. Leistungsstarker Akku, richtig Power, richtig Kraft und hält auch richtig lange. Und Sie machen sich absolut unabhängig von irgendwelchen Steckdosen. Zum Beispiel das Thema Camping ist immer sehr, sehr großes. Campingwagen, Wohnmobil. Wenn man keine Steckdose zur Hand hat, dann ist so ein kleiner Freund natürlich unbezahlbar. Auf jeden Fall. Aber bei uns, bei Pearl, ist der natürlich bezahlbar für Sie. Hier sehen Sie das normalerweise das Problem mit dem großen Staubsauger. Man kommt überall mit dem Kabel dran. Der Staubsauger, der knallt gegen jede Ecke, gegen alles, wirklich gegen jedes Tischbein. Also mir fällt das heute irgendwie schwer, das zu sagen. Gegen jeden Türrahmen, gegen jeden Tischbein, gegen jeden Stuhl und jeden Sessel. Deswegen rufen Sie ganz schnell an, liebe Zuschauer, mit der NX 55 89 569 94 91 ist Ihr TV.
Sonne abreißen, das noch für die nächsten 2 Stunden. Saugen ganz ohne Beutel. Übrigens auch hier 800 Milliliter, also 0,8 Liter Tankinhalt bzw. Staub oder Schmutzauffangbehälterinhalt. Da kriegen Sie eine Menge ran. So, wir machen gleich weiter und kommen zum nächsten Gerät. Wir haben jetzt hier einen kompakten Dampfbesen. Etwas, was mir auch noch ganz neu war. Ich bin da sehr, sehr froh, dass du dich damit auskennst, liebe Vivian. Ich habe mit ihm noch nicht gearbeitet, war aber echt begeistert, wie ich gelesen habe, was er alles kann. Denn wir haben hier, liebe Zuschauer, einen sogenannten Dampfbesen, der mit bis zu 100 Grad heißem Dampf arbeitet und die Teppiche, Fliesen, Böden, alles reinigt und zwar ganz ohne Chemie. Richtig, jetzt haben wir den Boden ja einmal gesaugt. Jetzt muss der natürlich auch noch zum Strahlen gebracht werden. Normalerweise packt man da den Wischer aus, bereitet einmal so eine Suppe an Chemikalien gemischt mit Wasser vor, um dann wirklich die Fliesen streifenfrei sauber und vor allem rein zu bekommen. Ja. Das Ganze kostet einmal ordentlich Geld, da wirklich alles bereit zu haben. Und zum Zweiten natürlich hat man da die ganze Chemie alles auf dem Boden. Das heißt, wenn Kinder, die Enkelkinder auf dem Boden rumkrabbeln und da vielleicht mal der Nuki rausfällt oder so, man nimmt den hoch. Da möchte man den natürlich direkt heiß abwaschen, um den zu desinfizieren. Und genau dieses Prinzip machen wir uns hier zunutze. Das heißt, mit heißem Wasserdampf desinfizieren und reinigen wir den Boden. Ganz zu schweigen, liebe Zuschauer, von der Belastung für unsere Umwelt und für die Natur. Genau, der heizt sich rasend schnell auf. Ja. So, 1500 Watt Leistung, 60 Sekunden Aufheizzeit. 60 Sekunden nur, das ist ja wahnsinnig schnell. Genau. Man kann richtig sehen, wie es dann in den Behälter schon brodelt. Und dann geht es auch direkt schon los. Oh, guck mal hier, der dampft ja richtig, Vivian, schau mal. Boah. Genau, der dampft richtig, da super. Sehen wir es einmal. Tisch mal ein bisschen, da kann ich es auch sehen. So, Wahnsinn. Schön hier dieser Dreiecksfuß, diesen Aufsatz, den wir haben. Ja. Das heißt, ich komme hier wirklich in jede Ecke rein. Ja. Das ist gar kein Problem. Und dann reinige ich mittels 100 Wahnsinn. Grad heißem Wasser wirklich meinen Boden streifenfrei, desinfiziere ihn. Und das auch die richtige Feuchtigkeit, wenn ich das jetzt so richtig sehe, für Laminat oder Parkett zum Beispiel. Liebe Zuschauer, denn da kennen Sie bestimmt den Begriff nebelfeucht. Nicht nass, nebelfeucht, weil sonst kommt ganz schnell das Laminat hoch. Richtig. Hier sehen Sie das Ganze wirklich einmal toll. Das geht spielend leicht. Und dieser kompakte Dampfbesen, der ist nicht nur geeignet für glatte Oberflächen bzw. für Ihren Parkettboden, für Ihr Laminatboden, für Ihre Fliesen. Nein, Sie haben auch noch hier so einen tollen Aufsatz. Das ist quasi... der Teppichaufsatz, ne? Das ist der Teppichaufsatz, genau. Das ist quasi wie andere Reifen, komm, die jetzt hier einmal draufkommen. Da. Lass mich doch mal, ich will auch mal was einfach machen. Einfach einmal reinsetzen. Mir steckt ja eine echte Hausfrau, ne? Muss ich ja sagen. Ja. So, und wo drücke ich hier oben? Ah, hier. Genau, wie bei der Pistole. Einmal unten drücken. Liebe Zuschauer, Wahnsinn. Schauen Sie mal. Erstens richten sich natürlich diese feinen Härchen vom Teppich wieder auf. Ja? Denn das ist ja so ein Langflorteppich. Zum Zweiten kommen wir jetzt wirklich porentief bis ans Gewebe runter. Mit diesem 100 Grad heißem Wasser. Und wir sehen auch ganz genau, wie vorne sich das Teil nach links und nach rechts drehen kann. Ja? Da ist so ein Gelenkarm drin. Das heißt, wir kommen dann auch in jede Kurve rein. Ja, das sind die Finger von Frau Konka. Die wollen wir jetzt nicht zeigen. Hier, da komme ich. 100 Grad. Zeig, da bin ich schneller weg. Ja, als die Polizei erlaubt. Also auch selbstverständlich hier für Teppiche super geeignet. Warum? Weil sie hier wirklich mit dem heißen Wasserdampf bis tief einmal in die Fasern des Teppichs reingehen und dann natürlich Milben, Keime, Viren, alles zerstören und sie dann guten Mutes eigentlich auch vom Boden essen können. Wirklich. Ja, und meine Herren, ich kann Ihnen ehrlich garantieren, ich bin wirklich ein Haushaltsmuffel, aber das macht richtig Spaß. Das muss man sagen. Erstens qualmt das schön, das dampft schön. Er lässt sich einfach leicht zu bedienen, einfach hier am Abzug ziehen und schon kommt der Dampf unten raus. Das Einzige, was ich schon mal bedient habe, was gedampft hat, das war ein Dampfbügeleisen. Mhm. Ja, und als ich mein Auto natürlich sauber gemacht habe. Mit dem Kärcher. Ne? Mit einem Dampfreiniger. Genau. Ja, das Ganze geht aber hier auch super einfach für den Boden. 1500 Watt, also ordentlich Leistung, die Sie hier bei Ihrem Haushaltsgerät bekommen. Ja. Wir haben unten einmal, das sehen wir, ein Mikrofasertuch, was einmal mit so einem Stretch-Gummizug befestigt wurde. Wenn Sie jetzt fertig sind und einmal die Wohnung, das Haus gereinigt haben, mithilfe des Dampfbesens, dann ziehen Sie einfach einmal das Mikrofasertuch hinten ab, werfen das in die Waschmaschine, 30, 40 Grad, einmal waschen, zack, fertig. Wieder auf den Dreiecksfuß und dann 60 Sekunden Aufheizzeit, dann
dann können Sie loslegen. Tolles Gerät. Das ist wirklich der Hammer. Ja? Übrigens 1500 Watt Spitzenleistung. 800 Milliliter haben wir auch hier Tankinhalt, also an Wasser. Und das muss kein Kondenswasser oder irgendwas sein. Es kann ganz normales Leitungswasser sein. Zwei Mikrofasertücher bekommen Sie natürlich mitgeliefert, selbstverständlich. Also das ist ein tolles Gerät, was eigentlich keinem Haushalt fehlen sollte. Ganz egal, ob Sie eine große Familie haben, ob Sie einen Single-Haushalt haben, ob Sie Haustiere haben oder keine Haustiere haben. Aber insbesondere dann, wenn Sie Haustiere haben und vielleicht noch Kleinkinder, dann würde ich es natürlich empfehlen. Da fällt immer mal was runter. Kinder stecken das schnell wieder in den Mund. Hier haben Sie natürlich mit diesem 100 Grad heißem Wasser die Gewissheit, dass alles porentief rein ist. Und guck mal da, wo ich den Teppich gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann in der Kamera. Das sieht ganz anders aus. Können wir es mal? Ja, sieht da ganz anders aus. Vielleicht kann man da mit der Kamera noch mal ein bisschen näher rangehen. Das ist so dieser Bereich hier. So, diese Ecke habe ich gemacht. Da sind halt eben die Flusen vom Teppich stehen wieder wirklich aufrecht. Die stehen wirklich nach oben. Und hier ab dieser Ecke hier, wo das Kabel liegt, da ist alles so ein bisschen niedergetreten. Ne? Das ist da, wo wir halt eben noch nichts gemacht haben. Also toll, eine tolle Gelegenheit, nicht nur um den Teppich einmal zu reinigen, sondern auch um ihn wieder aufzupeppen, um ihn ein bisschen wieder hochzuholen. Ne? Toll, dass wir die Herren der Gattung auch wieder dazu bekommen, etwas im Haushalt zu machen. Genau. Bestellnummer. Bei uns Männern muss man so ein bisschen spielerisch einfach machen, dann passt das auch. 47,41 ist Ihr TV-Sonderpreis für diese tollen, kompakten Dampfbesen mit der NC4821. Und der 569 am Ende kommt er zu Ihnen nach Hause, inklusive dem ganzen Zubehör, das heißt zwei Mikrofasertücher, diesem Aufsatz für Ihren Teppich und natürlich dem 800 Milliliter Wassertank. Der gehört natürlich dazu. Und dann macht auch das Reinigen Ihres Teppichs, das Reinigen Ihres Laminats, Ihrer Holzböden, aber auch Fliesen und Kacheln wieder so richtig Spaß. Aber, liebe Zuschauer, wir wären nicht Pearl TV, wenn wir noch eine Schippe drauflegen könnten, denn das Ganze ist noch steigerungsfähig. Wir haben hier einen super Preis von deutlich unter 50 Euro gehabt. Wir haben aber ein Gerät, was noch einiges mehr kann. Prinzip ist das gleiche. Allerdings arbeiten wir hier mit einer noch höheren Temperatur. Und zwar haben wir hier bis zu 120 Grad, also nochmal 20 Grad mehr. Vivian, was kann das Gerät dann alles? Das ist ein Dampfreiniger. Also ein Dampfreiniger, kein Dampfbesen, den wir haben, den wir nur für die ganz normalen glatten Oberflächen, oder für die Teppiche benutzen können. Mit diesem Dampfreiniger und dem 12-teiligen Zubehörset, zu dem wir gleich kommen, können Sie wirklich alles reinigen. Also einmal den Boden, selbstverständlich. Da haben wir hier einmal auch wieder die Verlängerungsrohre und einen Bodenaufsatz. Mhm. Das ist hier eine Bürste. Ich zeige Ihnen das Ganze einmal. Das ist hier wirklich eine Bürste, die Sie da mitbekommen. Da kann man dann super einfach die Teppiche auch wieder mit auskämmen. 120 Grad Wasserdampf einmal rauslassen. Gleiche Prinzip wie eben. Genau. Dann kommt hier noch so ein Mikrofasertuch drauf. Ja. Das ist dann selbstverständlich für die glatten Oberflächen. Das klippen Sie ganz einfach Böden, einmal auf. Ja? Genau, glatte Böden. Mhm. Aber was denn, wenn ich jetzt die Wandkacheln zum Beispiel reinigen möchte oder Fenster zum Beispiel? Da haben wir da auch das Richtige dafür. Das ist hier einmal für die Fliesen selbstverständlich geeignet oder aber für die Fenster. Das ist der richtige Aufsatz. Das heißt, wir haben oben noch so eine Gummilippe. Das finde ich ja klasse. Damit ziehst du das Wasser dann regelrecht auch noch mit ab. Ne? Genau, ich ziehe das dann direkt mit ab. Das ist aber nicht alles. Nein, wir haben natürlich auch noch hier einmal verschiedene Bürstenaufsätze. Einmal einen großen, runden Bürstenaufsatz. Dann bekommen Sie einen mittleren bzw. einen kleinen Bürstenaufsatz. Und dann haben wir hier einmal das Verlängerungsstück, wo dann jetzt die Düse draufkommt, die du direkt in der Hand hältst. Okay, da möchte ich mal drauf eingehen, liebe Zuschauer. Schauen Sie sich die mal an. Das erinnert mich eigentlich so ein bisschen an meinen letzten Zahnarztbesuch hier. Dieser Aufsatz, den ich hier in den Händen halte, können wir dir mal zeigen? Da ist er, diesen Aufsatz hier. Aber nein, wissen Sie, was das ist? Das ist ein Aufsatz, um Ihre Toilette, Ihr WC, porentief zu reinigen, ohne dass Sie da halt mit Handschuhen, mit einem Schwamm, mit einer Bürste rein müssen oder mit der Toilettenbürste oder halt eben mit der Chemiekeule. Der wird einfach aufgesetzt. Vivian setzt gerade mal das Basisstück auf und dann kommt er da halt eben vorne noch drauf. Schau mal, ich setze ihn mal gerade drauf. Da kommt richtig was raus. Pass auf, ich mach das mal. Ja, so, einmal schnell drauf. Einmal feste drücken. So, zack. In die richtige Richtung. So, und jetzt mach ich mal die Toilette sauber. Toilette quasi. Einmal runter. Ist wie die WC-Ente, nur dass die mit Chemie arbeitet. Hör mal, wir arbeiten mit 120 Grad heißem Wasser, das ohne Chemie. Das ist eine ganze Menge, die hier an Leistung rauskommt. 1500 Watt haben wir hier. Jetzt stellen Sie sich vor, du hast es bereits gesagt, gerade auf der Toilette am WC. Ja. Normalerweise Chemie. Und keiner möchte wirklich was anfassen. Brauchen Sie nicht. Sie haben hier einmal diese Pistole, wo Sie einfach unten einmal den Hebel betätigen. Und dann können Sie einfach einmal den Rand der Toilette reinigen.
Boden reinigen, Fenster reinigen, Polstermöbel reinigen. Also alles gar kein Problem. Super. Teppiche reinigen, super. Hier kann man alles Dampf kannst du oben auch noch einstellen, habe ich gesehen. Da haben wir einen Schalter. Einmal können wir es ganz ausschalten, damit halt eben, falls das mal in Kinderhände kommt, funktioniert überhaupt nichts mehr, es ist blockiert. Dann haben wir die erste und die zweite Dampfstufe. Genau, da kann man ganz einfach auswählen. Das Ganze ist auch hier schön aufgezeichnet. Welche Dampfstufe man denn gerne hätte, legt einfach einmal den Schalter um für aus, für die hohe Intensität oder für die niedrige. Und dann geht es auch schon los. Und ich finde, das macht so wahnsinnig viel Spaß. Wow. Wenn ich mit dem Ralf bin, dann schießen wir immer Sachen weg damit, damit man mal sieht, wie viel Leistung wir eigentlich haben. Und da sehen Sie wirklich, wie einfach das geht, weil da wirklich so viel Leistung hinter ist. Klasse. Übrigens, liebe Zuschauer, je nach Aufsatz haben wir zwischen 1,5 und 4,5 Bar Druck. Das heißt, umso kleiner die Düse, umso größer selbstverständlich der Druck. Hygienisch, sauber bis 120 Grad. Und auch der Tankbehälter, der Wasserbehälter, der ist ja schon einiges größer als beim Gerät, was wir da vorgesehen haben. Hier haben wir 1,2 Liter Inhalt. Können wir also genügend Wasser reintun, um den ganzen Haushalt mal ordentlich zu reinigen. Auf jeden Fall. Und da sehen wir es mal mit Fliesen auch nochmal, ne? Da kann man natürlich dann einmal direkt die Bürste nehmen. Ich würde da immer bevorzugen, diesen Mikrofaseraufsatz noch drüber zu legen. Den kann man dann auch ganz einfach in die Waschmaschine stecken, wenn der einmal dreckig wird. Und dann beim nächsten Mal wieder benutzen. Mhm. Hier sehen Sie aber einmal diese Bodenbürste. Ist natürlich optimal auch hier wieder, um Teppiche auszubürsten, um die sauber zu machen, aber trotzdem halt alles keimfrei zu desinfizieren und zu reinigen. Ein super Gerät. Vor allem, wenn du so strukturierte Bodenfliesen hast, wie hier. Die sind ja nicht glatt, die sind ja riffelig. Ne? Da ist, glaube ich, die Bürste auch genau das Richtige. Die Fugen, wenn es etwas größere Fugen dann auch sein sollte, da können Sie natürlich auch diesen kleinen feinen Aufsatz hier für nehmen. Damit können Sie aber auch genau so gut einen Ofen und einen Herd sauber machen. Wir arbeiten ja hier nicht mit literweise Wasser, genau, Autofelgen, sondern mit Dampf, mit heißem Dampf. Die Felgen beim Auto zum Beispiel oder auch einfach mal im Radlauf Ihres Autos einfach mal mit Dampf reinigen. Machen Sie das, probieren Sie es mal aus. Es ist ein Wahnsinnsgerät für den Preis. 66,41 Euro zahlen Sie lediglich für unseren Multifunktionsbodendampfreiniger, der das zwölfteilige Zubehör auch noch dabei hat und mit 1500 Watt natürlich richtig Druck und Dampf macht. Da sehen wir es nochmal sehr, sehr gut. Ich weiß auch nie, was das ist, wenn diese weißen Fugen so langsam gelbig werden. Das sieht man schon mal in billigen Hotels, an der Duschkabine, in der Dusche. Ekelhaft. Sind das Pilze? Sind das, keine Ahnung, was das ist. Haarkuren, die sich absetzen. Wahnsinn. Shampoo, was nicht abgewaschen wurde. Aber hat man auch keine Lust, immer mit der Zahnbürste daran und dann halt immer die Chemiekeule auspacken. Denken Sie einfach mal an die Umwelt, liebe Zuschauer. So, das war unser Thema Dampfreinigung. Boden haben wir gereinigt. Staub gesaugt, den Müll weggeworfen bzw. entleert. Was müssen wir noch machen? Selbstverständlich die Fenster reinigen. Genau, die Fensterreinigung. Das ist so ein Thema, was ich gar nicht gerne mag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache auch gerne mein Auto sauber und reinige alles gerne. Sauberes Auto hat jedermann gerne. Das ist so ein Hobby von uns Männern. Aber die Scheiben, da scheitern sich dann halt eben die Geister. Ich mache sie gern sauber und wenn ich dann gegen die Sonne fahre, eine Stunde später habe ich das Gefühl, dass alles wieder verschliert ist. Dabei wird in meinem Auto strikt nicht geraucht. Da hat noch niemand geraucht. Trotzdem hat man diese schlierigen Fensterscheiben. Aber Thema Auto ist nicht unser Thema. Unser Thema sind jetzt alle Scheiben im Haushalt, vor allen Dingen Wintergärten, Dachfenster, große, große Fensterfronten, die man vielleicht hat, wo man nicht so einfach hochkommt. Denken Sie dran, liebe Hausfrauen, die meisten Unfälle passieren nun mal im Haushalt. Hier haben wir einen kleinen Freund, der Ihnen dabei hilft, sodass Ihnen nichts mehr passieren kann. Richtig, das Ganze ist natürlich nicht nur für die Damen geeignet, nein, für jedermann, jung und alt. Natürlich. Man kennt das, Fenster reinigen, das ist anstrengend, das macht nicht viel Spaß. Ich zum Beispiel bin fast 1,75 Meter groß. Muss allerdings trotzdem jedes Mal auf einen Stuhl klettern, um da wirklich in die letzte Ecke der Tür reinzukommen, um da alles sauber und rein zu machen. Und das Ganze ist einfach anstrengend, das macht nicht wirklich viel Spaß und die Freizeit möchte man doch eigentlich lieber anders genießen. Mit einem Staubsaugroboter ist das Ganze natürlich möglich. Warum? Weil sie die Zeit ganz einfach, mit einem Fensterputzroboter ist das Ganze natürlich möglich, weil sie hier dann wirklich einfach per Knopfdruck ihre Fenster und ihre Scheiben reinigen. Und das ist optimal. Das macht Spaß. Das ist toll, weil ich daneben Kaffee trinken kann. Ich kann mich verabreden und dann lasse ich meine Fenster ganz einfach von dem Roboter einmal putzen. Und da sehen Sie es auch von außen in Höhen natürlich gar kein Problem. Da sauge ich ihn ganz einfach einmal an und dann geht es auch schon los und dann fängt er an zu putzen. Also wir arbeiten hier mit Unterdruck, liebe Zuschauer. Ja, und dieser Unterdruck wird automatisch nach 3 Sekunden erzeugt, wenn Sie das Gerät ansetzen. Wir werden das
gleich mal zeigen. Wir haben hier einen Absturzschutz, das heißt, Sie brauchen keine Angst haben, dass das Gerät abstürzen kann, denn wir haben ein Notstromaggregat, also einen Notstromakku, der das Gerät dann noch eine Zeit lang mit Strom versorgt, sodass er gar nicht abstürzen kann. Und das sind hier die Fensterscheiben von unserem Studio hier in Buingen außen. Da möchte keiner von den Kollegen rausklettern, um die zu reinigen. Viel zu gefährlich. Wir haben zwar ein großes Gerüst, aber ich weiß gar nicht, wie es versicherungstechnisch wäre, wenn wir das jetzt machen würden, oder? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das wäre nicht gut. Nein, das wäre nicht gut. Und deswegen haben wir halt eben unseren intelligenten Fensterputzroboter, der übrigens Hindernisse jeder Art erkennt. Seines Fensterrahmen oder Absturzkanten zum Beispiel. Da ist es immer besonders gefährlich. Die meistert er wirklich mit Bravour. Er kann nicht abstürzen. So, hier sind wir. Jetzt setzen wir einfach mal und zeigen das mal. So, ich schalte ihn jetzt einfach mal ein und dann zählen wir alle gemeinsam mal 3 Sekunden und dann lasse ich los. Okay, also einschalten. Eins, zwei, drei. Und er hält. Ich habe hier die passende Fernbedienung direkt in der Hand und kann dann hier ganz einfach einmal auswählen, ob ich ein voreingestelltes Putzprogramm wähle oder ob ich sage, ich steuere den manuell nach links und nach rechts, nach unten und wieder nach oben. Also das kann ich machen, wie auch immer ich das will. Und das ist doch das Besondere. Das heißt, stell dir vor, Holger, wir könnten jetzt ganz einfach mit einem voreingestellten Programm Kaffee trinken, uns unterhalten, ein bisschen Musik hören, was lachen und der reinigt und putzt unsere Fenster. Traumhafte Vorstellung, Vivian. Aber wir können natürlich auch gleichzeitig die Zeit sinnvoll anders nutzen. So, liebe Zuschauer, jetzt kommen wir zum Absturzprogramm. Ich werde jetzt einfach mal den Stecker rausziehen. Das wäre also genau das Gleiche, als wenn die Sicherung rausfallen würde oder irgendjemand den Stecker aus der Steckdose rauszieht. Ich ziehe mal gleich am Fensterputzroboter raus. Sie hören, das Geräusch geht leicht runter. Es ist auf Akku, also auf Notstrom. Strombetrieb und kann nicht abstürzen. So wie ich aber jetzt hier ausdrücke, lässt der Unterdruck sofort nach und das Gerät löst sich von ihrer Scheibe. So, wir haben Pressestimmen, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, liebe Zuschauer. Mal schauen, was wir da für eine Beurteilung bekommen haben. Und zwar in der Smartphone Area 4 von 5 möglichen Punkten. Kompakt, gut verarbeiteter Fensterputzroboter, der seine Stärken auf großen Glasflächen ausspielt. Für all diejenigen, die eine perfekte Unterstützung im Haushalt suchen, die wenig Lust und Lust auf Fensterputz haben. Jawohl, so ist das. Dankeschön dafür. Für all diejenigen, die keine Lust haben. Ich glaube, niemand hat Lust, Fenster zu putzen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, oh, mein Hobby ist, Fenster zu reinigen. Es gibt Haushaltsjunkies. Doch. Ja, kennst du nicht noch den Begriff Putzfimmel? Ja. Putzfimmel. Ja. Und da ist wirklich was bei. Ich habe Frauen kennengelernt in meinem Leben, ältere Damen dann natürlich, meistens die Mütter von irgendwelchen guten Freundinnen, die hatten einfach einen Putzfimmel. Da war alles blitzeblank. Solche die haben Frauen von morgens bis nicht. Abends geputzt, vorausgesetzt natürlich, man hat keinen Beruf. Wollten muss nicht die arbeiten, imponieren ne? vielleicht? Meinst du, die Töchter wollten mir imponieren, indem die Mutter geputzt hat, die Mütter geputzt haben? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wer weiß, kann vielleicht deshalb gewesen sein. Auf jeden Fall können Sie hier wirklich auf diese Fensterputzarbeit komplett verzichten mit diesem Fensterputzroboter. Sie sehen einmal, wir haben hier Mikrofaserpads, die ich ganz einfach abnehmen kann. Das hier ist jetzt die flauschige blaue Seite, ist super, um zum Beispiel Wassertropfen von den Scheiben, von den Fenstern zu lösen. Und im Nachhinein können Sie dann einmal mit dem gelben Poliertuch dann Ihre Fenster noch streifenfrei und sauber bekommen. Das Ganze wird einfach einmal via Klettverschluss hinten an diesen Fensterputzroboter geklebt und dann geht es auch schon los. Und das Besondere ist, wir haben ja einen Profi-Fensterputzroboter, der nicht nur Fenster putzen kann. Mhm, ganz genau, liebe Zuschauer. Dieser Fensterputzroboter putzt Ihnen nämlich auch Ihre Fliesenspiegel, Ihre Wandfliesen, aber auch Ihre Duschkabinen. Und er stürzt halt eben wirklich nicht ab. Wir haben hier so eine Absturzsicherung. Und vielleicht kann man das auch noch mal zeigen. Da fällt mir gerade was Tolles ein. Dann können wir das nämlich mal sehr gut demonstrieren. Wenn wir zum Beispiel eine Fuge haben, die gereinigt werden muss, das heißt Fliesen mit groben Fugen, dann erkennt er das sofort, erhöht seinen Presdruck, saugt also noch stärker an, sodass er durch die Fuge dann nicht plötzlich den Druck verliert. Und so haben wir die Möglichkeit, das gesamte Badezimmer optimal zu reinigen. Und hier sehen wir es natürlich noch einmal an der Fensterscheibe. Das ist natürlich der Klassiker. Er erkennt direkt das Hindernis und putzt in die andere Richtung. Übrigens, er merkt auch, wenn er irgendetwas schon gereinigt hat. Ja, also, er merkt also auch, wenn er schon auf einer Stelle war und macht dann auf einer anderen Seite einfach weiter.
Das ist grandios. Hier sehen Sie es also ganz einfach auch auf unebene Untergründe. Mhm. Auf dem Fliesenspiegel einfach einmal dran heften lassen mit der Starttaste. 3 Sekunden warten, dann geht es schon los. Voreingestelltes Programm auswählen. Und wir zeigen das Ganze jetzt mal. Es gibt natürlich auch Fenster, zum Beispiel Duschkabine. Ne? Da hat man ja aus Glas einmal diesen riesengroßen, diese Platte. Da hat man aber allerdings meistens keine Rahmen. Wie passiert das denn? Geht das dann trotzdem? Das zeigen wir Ihnen jetzt. Genau. Stellen Sie sich vor, das wäre eine Duschkabine, die jetzt halt eben nicht liegt, sondern hochkant steht. Darum geht es jetzt gar nicht. Er saugt sich eh fest. Sondern es geht darum, dass er einfach die Absturzkante auch bemerkt und da halt eben nicht abstürzt und runterfällt. So. Starten wir mal. Ja, jetzt ist er im grünen Bereich. Jetzt hat er gerade den mittleren Bereich. Aber jetzt kommt er langsam hier an die Absturzkante. Achtung, jawohl, mit einer Ecke ist er schon drüber hier. Na, mein Freund, straf mich lügend. Ist vielleicht, weil er liegt. Es ist natürlich kein Bodenstaubsauger oder ein Bodenwischer, sondern er macht normalerweise. Aber trotzdem Hände macht er das super, finde ich. Er macht hier seinen Job ganz toll. Eigentlich. Er erkennt das trotzdem. Also Sie sehen wunderbar hier wirklich, der fällt nirgendwo runter. Der Fensterputzroboter, der hält an jeder Kante, an jeder Ecke. Sie bekommen die flauschigen blauen Mikrofaserpads und die gelben zum Polieren natürlich auch mit dazu. Und so werden Ihre Fenster wirklich strahlend rein. Mhm. Die richtige Bestellnummer ist dafür die NX9063 und die 569. Da sollte man schnell sein und zugreifen. NC3909. Die NC3909 und die 569 am Ende. Das ist Ihre Bestellnummer, liebe Zuschauer. Ja, wir haben Ihnen tolle kleine Haushaltshelfer gezeigt. Vielleicht war der ein oder andere für Sie dabei. Ich muss mich dem anschließen, weil Vivien ganz am Anfang gesagt hat, warum soll man sich den Haushalt unnötig schwer machen? Warum soll man viel Zeit investieren, wenn man sie doch sinnvoll für andere Dinge nutzen können? Während Ihre Fenster automatisch geputzt werden oder aber auch das Bodenputzen leicht gemacht wird, können Sie vielleicht die Zeit, die Sie sparen, halt eben andere Dinge tun, die Ihnen viel mehr Spaß machen. Ich hoffe, es war das ein oder andere Gerät für Sie dabei. Wir verabschieden uns und bleiben Sie dran. Jetzt geht es gleich weiter.